Nachdem der DAX 3 Tage hintereinander gefallen war, zeigt er heute Erholungstendenzen. Und ganz entscheidend dafür sind gute Konjunkturdaten vom heutigen Nachmittag und insgesamt eine doch recht positive Nachrichtenlage. Es ging los mit einer sehr gut gelaufenen Auktion spanischer Staatsanleihen. 3 verschiedene Staatsanleihen sind ausgegeben worden und bei dieser Auktion wurde doppelt so viel Geld eingesammelt wie ursprünglich geplant und das zu vergleichsweise günstigen Konditionen. Das war der erste positive Effekt am heutigen Tag. Um 14.30 Uhr kamen dann aber weitere Zahlen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, wöchentlich werden sie bekannt gegeben und diesmal sehr, sehr positiv zu bewerten. 366.000 Anträge sind in der vergangenen Woche hier erstmals eingegangen, 390.000 waren aber erwartet worden. Also diese Zahlen besser als erwartet. Und dann ging es weiter. Der Index der New York Notenbank für das verarbeitende Gewerbe im Monat Dezember liegt auf plus 9,53 Punkten. Die Prognose lag hier bei plus 3 Punkten. Und dann ging es weiter um 15.15 Uhr. Daten zur US-Industrieproduktion und auch die Geschäfte der Industrie im Schlüsselstaat New York im Einzelnen. Und diese waren besonders gut, denn hier liefen die Geschäfte so gut wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Der Empire State Index, wie er heißt, kletterte von 0,61 auf 9,53 Zähler. Die Aufträge legten so stark wie zuletzt im Mai zu. Die Unternehmen, die blicken doch recht zuversichtlich nach vorn, äußern sich optimistisch zu ihren Aussichten. Insgesamt sehen wir also ein moderates Wachstum im 4. Quartal in den Vereinigten Staaten, speziell jetzt hier im Schlüsselstaat New York. Und zu guter Letzt um 16 Uhr der Konjunkturindex der New Yorker Notenbank, der Philly Fed genannt, auch der lag im Dezember bei plus 10,3 Punkten, obwohl 5,0 Zähler erwartet worden waren. Was macht der deutsche Aktienindex draus? Er liegt mit 50 Punkten im Plus oder 0,9% bei 5.725 Zählern. Der Dow Jones Index in New York, der startet mit einem Zugewinn von 0,5% auf 13.880 Zähler in den Handel dort an der Wall Street. Die Anleger hier an der Börse Stuttgart wollen aber offenbar noch mehr. Der Eurex Sentiment Index, der zieht nach oben, liegt bei plus 30 Punkten. Anleger kaufen also weiterhin Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate und hoffen ganz stark auf eine fortlaufende Erholungstendenz des deutschen Aktienindex jetzt zum Schluss dieser Börsenwoche.